mit dem Namen Fake News Detection. Bitte schön. Hallo, wir sind Mathis, Anton und Paul. Wir sind die Gruppe Fake News Detection und vielleicht haben Sie es schon erahnt, bei uns geht es um Fake News. Ja? Nun, wir haben uns mit dem Problem befasst, wenn man jetzt zum Beispiel auf Google etwas sucht, dann weiß man nicht genau, ist diese Information, die dort steht, so richtig oder hat sich das einfach nur jemand ausgedacht? Und das ist natürlich blöd, zumindest für uns. Und deswegen haben wir ein Programm entwickelt, was das überprüft. Genau, also das Endprodukt sollte eben ein Programm sein, das Informationen aus dem Internet filtert und die nach dem Wahrheitsgehalt, also ob das jetzt wahr oder falsch ist, mit Machine Learning und einer KI filtert. Also da werden dann 10 URLs, also Links ausgegeben für Webseiten von Google und rein theoretisch sollte es dann eben sagen, nach der KI mit Daten gefüttert wurden, die trainiert hat, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Und ja. Genau. Die Daten und Technologien, die wir verwendet haben, wir haben halt das Frontend mit PyQt programmiert. Dabei konnte man halt dann suchen. Und die Suche hat Google Search verwendet. Das ist eine API von Google, mit der man halt Artikel suchen kann. Diese Artikel haben wir dann versucht auszulesen, zu analysieren, auszulesen und das dann durch unsere KI, die auf Kaggle veröffentlicht wurde, laufen zu lassen und uns dann Wahrscheinlichkeiten dafür anzugeben, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Artikel wahr oder falsch ist. Diese KI kommt von Kaggle, das ist eine Open Data Plattform und Open Source Plattform von Google und dafür haben wir den Fake and Real News Dataset genutzt und genau. Zur Live-Demo. Also wir haben ja wie gesagt das Frontend in PyQt programmiert. Wir wollten euch als Publikum mit in diese Präsentation einbeziehen. Und wollten euch deshalb fragen, ob ihr einen Suchbegriff habt, den wir an unsere Webseite stellen können. Auf Englisch, weil der Datensatz ist auf Englisch. Jugendhackt, okay. Genau. Normalerweise gibt es 10 Artikel aus, zu Jugendhackt gibt es offensichtlich nie so viel Aktuelles, aber ist ja auch der englischsprachige Raum, wie gesagt. Du kannst einfach mal auf einen Beispielartikel klicken. würdest du noch mal kurz die JSON zeigen, die uns die Daten ausliest? Genau, hier ist jetzt die JSON-Datei, noch mal so mit Beispieldaten, die wir aus dem Internet ausgelesen haben. Genau. Genau, das war jetzt... Da sehen Sie schon mal eins unserer größten Probleme. Zu wenig Trainingsdaten. Eigentlich sollte das nicht passieren. Wie gesagt, wir brauchen halt deutlich mehr Trainingsdaten, damit die KI oder auch unsere Systeme halt bessere Entscheidungen treffen und ja auch noch contentbasiertere, also suchbasiertere Dinge heraussuchen. Und wie Sie vielleicht auch schon gemerkt haben, unser Design ist noch nicht so das Allerschönste. Das würden wir auch noch gerne ein bisschen ändern. Genau. Ja, es ist halt so, dass wir jetzt nicht richtig URLs gefunden haben, weil das darauf geschränkt ist, was in den letzten 7 Tagen veröffentlicht wurde. Also es kann halt sein, dass für Jugendhackt eben nichts für die letzten 7 Tage gekommen ist und dann, ja. Danke ans Jugendhackt-Team und das war unsere Präsentation. Danke.
Also um das, damit ich das richtig verstehe, in dieser Suche werden nur Nachrichtenseiten durchsucht. Ist das so? Naja, es wird die Google API, also es ist halt rein theoretisch, wird mit Google gesucht, nach dem Begriff, der eingegeben wird, und dann spuckt halt Google Seiten aus, die in den letzten 7 Tagen aktualisiert wurden zu dem Thema. Ah, okay. Und wollt ihr weiterhin alleine auf der KI beruhen oder dürfen Nutzerinnen auch noch angeben, inwieweit das vielleicht ihrer Meinung nach so stimmt? Ja, das müssen wir dann halt in einer weiteren Version einbauen, damit dann halt sowas, also damit die KI damit auch trainiert werden kann, damit sie mal merkt, wenn sie was falsch gemacht hat. Okay, also es gibt schon, die Idee ist, dass da auch weitere Daten entstehen, die KI besser machen sollen. Genau, das hätte halt auch den Vorteil, dass die KI aktuell bleibt und dass sie immer auf aktuelle News auch angepasst ist. Okay, vielen Dank.